Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren Apex Legends Season 11 News Update. Es geht heute um die neue Battle Royale Season 11 Map. In Anführungszeichen Tropic Island, in den Quellcodes lang so genannt Stormpoint, soll sie jetzt aber dann in Season 11 heißen. Und warum die aktuell neue Arena Map Encore die neue Battle Royale Map teasert. Ich hoffe, ich verquatsche mich jetzt nicht oder rede irgendwie wirr umher. Ganz simpel, ich hatte es schon eine Weile im Kopf, aber der Abonnent, einfach nur UH, hat mir einen kleinen Tritt verpasst und hat mir eigentlich klar gemacht, Mensch, darüber könnte man eigentlich ein Video machen, weil mir so ein paar Fakten aufgezählt hat, wo ich merke, Mensch, stimmt, könnte man eigentlich mal drüber sprechen. Und zwar, wir fangen einfach mal damit an, als kleinen Hinweis, sämtliche Arena-Maps, wie zum Beispiel links Artillerie. In der Mitte haben wir zum Beispiel Olympus. Rechts der Style von World's Edge. Auf was will ich hinaus? Wir haben bis jetzt jede, auch die fiktiven Maps, die nicht direkt auf der Battle Royale Map zu finden sind, wie zum Beispiel hier Party Crasher im Olympus Style oder eben Face Runner im World's Edge Style. Jede einzelne Map sieht optisch ein bisschen aus wie einer aktuellen Battle Royale Map nachempfunden. Und es ist jetzt erstmalig so, dass wir eine Map haben, sprich, Moment, das war falsch, sprich eben Encore, die keiner der aktuellen drei Battle Royale Maps nur im Ansatz ähnlich sieht. Und genau deswegen teasert diese neue Arena Map auch die neue Battle Royale Map. Und warum? Erinnert euch, die Leaks, Tropic Island, wir haben hier eine Menge Sandstrand, wir haben übrigens die Heimat von Seer, wir haben eine Menge Vegetation, wie zum Beispiel Palmen, die sehr nach einer tropischen Insel aussehen, sollte logisch sein. Im Allgemeinen sieht das alles auch sehr düster aus, was ich extrem geil finde. Habe ich schon erzählt, Seers Heimatplanet, sollte auch klar sein. Hier fliege ich einfach nur mal zur Veranschaulichung nochmal hoch, um euch zu zeigen, was wir optisch in Season 11 wahrscheinlich für die neue Map so erwarten können. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil es extrem düster aussieht. Also wenn die neue Battle Royale Map, wovon ich fest ausgehe, so düster aussieht, wird das wahrscheinlich eine richtig geniale Sache. Hier übrigens nochmal als kleiner Reminder, der Metamorphose-Trailer von Seer damals, der Mond, der hier zerstört wird. Erinnert euch, ich habe es hier gerade, beziehungsweise habe ich es jetzt gerade noch nicht direkt angesprochen, aber im Hintergrund von diesem Gameplay, was ich euch hier gezeigt habe, da haben wir hier diesen zerstörten Mond. Finde ich auch eine ultra geniale Sache. Also können wir davon ausgehen, es kann nur so sein, dass wir in Season 11 mit der neuen Battle Royale Map diese Optik bekommen. Weil wie gesagt, alle anderen Arena Maps sehen einer Battle Royale Map, wenn es eine fiktive ist, sehr, sehr stark nachempfunden aus und sind auf den aktuellen Planeten natürlich auch. Sollte klar sein. Ganz wichtiger Hinweis nochmal in eigener Sache, bevor ich das Video gleich beende. Ihr könnt gerne mal, wenn ihr wollt, in die Kommentare schreiben, was würdet ihr euch von mir wünschen, wenn ich einen Early Access für Season 11 habe. Den habe ich nämlich, möchte ich nur mal nebenbei betonen, ich werde auf meinem aktuellen Kanal hier und auch auf meinem dritten Kanal, der Apex Inspector, exklusiven Content für Season 11 liefern. Ich hatte noch keinen Einblick, der wird aber demnächst passieren. Ich werde ihn vor Release von Season 11 logischerweise auch zeigen und deswegen rate ich euch oder gebe ich euch einfach nur den Tipp oder auch den Wunsch ans Herz, abonniert auch den Drittkanal, der mit aktuell über 614 Abonnenten eigentlich schon ganz gut läuft. Denn da bringe ich weiterhin kurze Clips, exklusive Clips über die neue Season, neue Legende, neue Waffe. Hoffentlich natürlich die neue Map, das ist aktuell immer noch nicht klar. Es soll auf jeden Fall ein großes Ding werden, so viel steht schon fest. Und natürlich die längeren, größeren Videos, Gameplays und so weiter finden wir hier auf dem Kanal, vielleicht auch auf meinem Gameplay-Kanal. Und deswegen die Bitte an euch, abonniert am besten alle drei Kanäle. Ich verlinke sie euch nochmal. Der Zweitkanal ist übrigens mein Gameplay. Kanal, wer den noch nicht kennt. Also abonniert, abonniert. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen, wer Bock auf exklusiven Season 11 Content hat, bevor der Release überhaupt ist. Ich bin euer Mann. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.